Und damit gleich weiter zu meinem Kollegen Oliver Meyer. Er beobachtet die Lage in Afghanistan von Neu-Delhi aus. Ja, heute Morgen, da gab es Meldungen über ein Feuergefecht am Flughafen von Kabul. Daran sollen auch Soldaten der Bundeswehr beteiligt gewesen sein. Was wissen Sie darüber? Naja, die Lage am Flughafen in Kabul ist ja seit Tagen sehr, sehr chaotisch und unübersichtlich. Das Militär versucht da irgendwie Ordnung reinzubringen, aber es geht irgendwie nicht so wirklich. Tausende von Menschen wollen ausgeflogen werden und heute Vormittag kam es da zu einem Gefecht. Es wurde eine afghanische Sicherheitskraft getötet. Es wurden mehrere Menschen verletzt. Die Bundeswehr und das US-Militär waren auch daran beteiligt. Wie jetzt genau die Verletzten und die Sicherheitskraft zuzuordnen sind, zu welchen Gruppen sie gehören, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und das durchblickt zurzeit keiner so wirklich. Feststeht nur, es herrscht nach wie vor Chaos am Flughafen und es wird scheinbar von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde schwieriger, da rauszukommen. Und wie geht es denn gerade angesichts dieser chaotischen Zustände mit den Evakuierungsflügen vom Flughafen Kabul voran? Ja, sehr, sehr stockend und immer ganz unterschiedlich. Es gelingt scheinbar immer mal wieder, Leute reinzubringen in den Flughafen und dann auch Leute auszufliegen. Aber das wird, wie schon gerade erwähnt, immer schwieriger, weil immer mehr Druck auf diese Tore herrscht. Man muss sich das so vorstellen. Tausende von Menschen kommen dahin, versuchen dagegen zu drücken, versuchen irgendwie in diesen Innenbereich reinzukommen, um irgendwie auf einen dieser Flieger zu kommen. Und deswegen ist man da immer vorsichtiger bei dieser Öffnung dieser Gates. Und man muss genau schauen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um ein paar Leute reinzulassen. Jetzt hat man ja von Seiten der Bundeswehr zumindest zwei Helikopter reingeholt. Man wäre also in der Lage, Menschen von Sammelpunkten in der Stadt auch in den Flughafen hinein zu transportieren. Das könnte noch eine mögliche Option sein, aber es wird immer schwieriger. Der Abzug der amerikanischen Truppen, der sollte ja eigentlich bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Nun sichern aber amerikanische Soldaten den Flughafen in Kabul. Heißt das, wenn die abgezogen sind, dass damit auch die Evakuierungen vom Flughafen beendet sein könnten? Ja, das heißt es im Grunde genommen, denn die Amerikaner sichern diesen Flughafen mit ihren Streitkräften und US-Präsident Biden hat ja auch gesagt, er hofft darauf, dass diese Evakuierung bis Ende des Monats dann zu Ende sein könnte, aber er ist sich nicht ganz sicher, ob das klappt und man will es vielleicht sich offen halten, das Ganze noch zu verlängern, aber gerade eben hat ein Taliban-Sprecher auch nochmal gesagt, nein, von US-Seite war ganz klar gesagt, bis zum 31.8. sind wir raus aus Kabul, wir sehen keinen Grund, warum dieses Mandat verlängert werden sollte. Und da wird es jetzt natürlich äußerst interessant sein, in den nächsten Tagen zu beobachten, wie es weitergeht. Ob es das US-Militär und auch die Bundeswehr und die anderen Nationen schaffen, ihre Leute alle innerhalb dieses Monats außer Land zu bringen. Und wenn nicht, was passiert dann mit diesen Menschen? Wäre es denn auch möglich, dass die Aktion und die Evakuierung ohne die Amerikaner weitergehen? Im Grunde genommen ist das sehr, sehr schwer vorstellbar, denn man muss sich das so vorstellen, das US-Militär hat da etwa 6000 Soldaten. Sie sind dafür verantwortlich, diesen Flughafen zu sichern. Die Bundeswehr hat ein bisschen mehr als 200 zum Beispiel. Die anderen Nationen haben auch nicht viel mehr. Sie sind einfach nicht in der Lage, diesen Flughafen alleine zu sichern. Das kann nur das US-Militär. Nur das US-Militär verfügt über diese Möglichkeiten. Von daher wird es so gut wie unmöglich sein, das ohne das US-Militär zu machen. Und dann kommt ja auch noch obendrauf, lassen es die Taliban überhaupt zu? Und momentan sieht es nicht danach aus. Wir hier in den Informationssendungen, wir berichten ja derzeit in erster Linie vom Flughafen in Kabul, eben wegen der dramatischen Lage dort. Weiß man denn, wie es im Rest des Landes aussieht, außerhalb von Kabul? Es ist relativ schwierig, da an verlässliche Informationen zu kommen. Im Land ist auch oft das Internet nicht wirklich gut, die Elektrizität ist teilweise abgestellt. Was wir momentan vor allen Dingen hören, ist, dass es Widerstand im Panjshir-Tal geben soll. Das ist traditionell ein Tal, in dem schon lange Zeit Widerstand geleistet wurde und in dem es den Taliban schon immer schwer fiel, das einzunehmen. Und jetzt gerade ist da der Sohn eines bekannten Warlords, der hat dort eine Armee versammelt mit ungefähr 10.000 Menschen wohl. Und sie haben angekündigt, gegen die Taliban Widerstand leisten zu wollen. Wir haben aber auch schon gesehen, dass Konvois von Taliban jetzt ins Panjshir-Tal gefahren sind.
und diesen Widerstand niederschlagen wollen. Da wird es spannend sein, was passiert, denn das könnte natürlich auch den Afghanen so ein Stück weit Hoffnung geben, wenn eine Region es wirklich schafft, Widerstand zu leisten. Vielen Dank für diese Informationen. Oliver Meyer nach Neu-Delhi. Die Bundeswehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums bislang mehr als 2700 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Für die Evakuierungsflüge dient der Flughafen in der usbekischen Hauptstadt Taschkent als Drehscheibe. Vom Flughafen Kabul aus bringen die Militärmaschinen deutsche Staatsbürger, Ortskräfte und Angehörige sowie Staatsbürger anderer Nationen in das Nachbarland Usbekistan. Von Taschkent aus werden die Menschen dann weitergeflogen. Und dort in Taschkent ist mein Kollege Bamdad Ismaili. Ja, auch die Bundeswehr nutzt den Flughafen für ihre Rettungsmission. Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Wie funktioniert die Luftbrücke über den Flughafen Taschkent? Also Deutschland hat sozusagen das Inlandsterminal hier in Taschkent gemietet, das Terminal 3. Und dort werden dann die Flugzeuge erstmal nach Kabul geflogen. Etwa anderthalb Stunden dauert das, dann muss das ruckzuck gehen, dann kommen sie wieder zurück. Und hier kommen die Passagiere im Terminal 3 an, werden dann erstmal medizinischen Untersuchungen unterzogen, Covid-Tests und so weiter. Dann gibt es Verpflegung und dann geht es relativ rasch weiter nach Deutschland. Dafür haben sie einige Stunden, das muss sozusagen zack, zack gehen. Und eine Bedingung ist, die Usbeken sozusagen gestellt haben, ist, dass das niemand in das Land schafft. Das heißt, die müssen dort bleiben, am Flughafen auch direkt weitergebracht werden nach Deutschland. Das ist eine sehr angespannte Situation für die Menschen, die in Taschkent ankommen. Kann man denn überhaupt sagen, wie es den Menschen geht, die dort aus Kabul landen? Da wir selber nicht aufs Flugfeld dürfen, wissen wir selber nicht, wie es ihnen geht. Wir sind etwa 2 Kilometer entfernt vom Flughafen. Wir wissen, dass heute Morgen um 3 Uhr zum Beispiel eine Maschine mit 213 Menschen angekommen ist, darunter viele Kinder. Und sie werden nach Deutschland gebracht, aber wie es ihnen psychisch geht, das wissen wir leider nicht. Wir wissen, dass auch Deutschland den Schweizern und Italienern hilft und sie dann auch von Frankfurt nach Frankfurt bringt und von Frankfurt dann sie dann weiterkommen. In der Maschine sind unter anderem auch Ortskräfte und darunter aber auch Menschen, die als Journalisten gearbeitet haben oder in NGOs. Sie haben ja eben schon angedeutet, dass Usbekistan strenge Vorgaben macht, was jetzt die Aufenthaltsdauer der Leute aus Afghanistan anbelangt. Nun grenzt Usbekistan ja aber im Süden an Afghanistan und man hört vor allem hierzulande von europäischen Politikern, dass afghanische Flüchtlinge vor allem in den Nachbarstaaten untergebracht werden sollten. Nimmt denn Usbekistan überhaupt auch Schutzsuchende aus Afghanistan auf? Das ist ein empfindliches Thema. Offiziell haben wir noch kein Statement. Wir sind dran. Allerdings wissen wir, dass in Termez, das ist die südliche Stadt angrenzend an Mazar-e-Sharif, einige tausend Afghanen leben, die zum Teil ein paar Wochen dort sind, zum Teil ein paar Monate oder sogar ein paar Jahre. Sie sind aber alle per Visum hingereist und man kann auch per Visum nur einreisen, das ist das Problem. Also Flüchtlinge in dem Sinne gibt es erstmal, soweit wir es wissen, nicht. Wie jetzt Usbekistan damit umgeht, wie gesagt, wir sind dran, wissen wir nicht, aber es ist ein empfindliches Thema und wir wissen, dass sie eigentlich keine Flüchtlinge haben wollen. Vielen Dank, Bamdad Ismaili, für diese Information nach Taschkent.